Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hofbergmann bei TB.Simulation zusammen mit dem Daniel. Servus. Da noch 5 Big Bags irgendwie mit draufbringen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe den falschen Anhänger mitgenommen. Ja, 2 Big Bags können wir hier unten lassen. Und 2 Bugs auf die Palette da vorne drauf. Ja. Eine stellst du da hinten drauf. Hat der Spannkurte hinten drin? Nein. Ja. Was denkst du denn? Hätte er sein können. Obwohl, warte, ich habe eine Idee. Dann kauf's schnell noch an. Nein. Oder vom Gator, den kleinen. Wenn ich wundern, ich habe gerade was zum Essen bekommen. Sonst verhungere ich hier. Ich habe ja gehört, es gibt sowas wie ein Auto. Das sind Gerüchte. Und ja, wir haben sogar für unser Auto einen Autoanhänger. Und auf den Autoanhänger bekommst du 2 Big Packs. Und dann hast du alle weg. Ja. Kannst du vielleicht jetzt gleich als nächstes voll machen, den Autoanhänger? Dann kann ich den nicht wieder zurückbringen. Unserem schönen 5er BMW. Passt doch. Auf alle Fälle. Soll ich noch ein bisschen näher hinfahren oder geht's so? Ja, ein bisschen vielleicht. Du musst halt Stopp sagen, gell? Ja. Stopp. Verdammt, ich war zu langsam. Voll ist Vollgas rückwärtshorn, aber. Ja, nee, aber so geht's schon. Wir beschleunigen rückwärts nicht so schnell. Na, komm schon. Du sollst ja den Big Pack aufladen, nicht wegschieben. Ja, das verwechsel ich immer. Was? Das verwechsel ich immer. Es geht ja einfacher, wenn du von oben, also wenn du die Kabel hoch machst und dann einfach auf dem Big Pack abstellst. Für die Zukunft. Achso, runterfährst dann, ja. Ja, weil dann hast du Dings und durch das Ankuppeln geht die Schlaufe immer über die Gabel drüber, weißt du? Du kannst ja auch von hinten einstellen, wenn du willst. Naja, jetzt bin ich schon so. Wobei. Mit dem. Ja, ist vorhin einfacher, ja. Schau, ich kann hier dann. Das ist jetzt bei dich hinten, gell? Ich kann da hinten so eine schöne Klappe machen. Ich war in der Luft. Ja, die Lenkachse ist doch am Boden. Ja, bringt aber nichts. Die Antriebsachse nicht am Boden ist. Das nicht ganz. Weil wahrscheinlich geht er gar nicht ganz rein. Doch, der geht rein. Ah, jawohl. Ich habe mit dem schon mal 2 Big Picks transportiert mit dem BMW. Das war fast schwer kriminell, glaube ich. Was ich da gemacht habe. Ich habe mit dem BMW schon mal 2 Big Picks transportiert. Ja. Genau. Also so geht es, wenn du mittig dann hingehst, gell? Ach, das ist diese Fahrschaltung, die nervt mich.
Natürlich, deswegen kannst du nicht lenken, gell? Schau, geht viel einfacher so. Ja, das stimmt. Tschüss. Perfekt. Ade. Wenn du jetzt halt wieder da bin, kannst du ja so lange dann die zwei letzten Big Packs noch aufstellen. Vergiss nicht, dass du beim letzten Big Pack den Halter mit dran hast. Ja, weiß schon. Die 4000 Liter in den Big Packs hinten sind, glaube ich, ein bisschen zu schwer für den Anhänger. Ist gerade ein bisschen weggerutscht. Ja, oh, jetzt liegt daran, dass ich gerade auf der Landstraße 140 fahre. Kann auch sein. Nee. Ich tippe ehrlich gesagt eher aufs Erstere. Ja. Würde ich auch sagen. Nein, das geht nicht, verdammt. Wolltest du machen? An den Kramer diesen Überladedings zum Stamm bauen. Achso. Geht aber nicht, weil der Kramer keinen Kugelkopf hat. Ja, das stimmt. Ach ja, stimmt, das 200 Liter Fass Diesel kann ich ja so nicht nehmen. Muss man erst leer, muss man ja erst leer machen. Das ist jetzt der erste Einsatz von unserem schönen Glas. Was macht der? Dünger in Silo überladen. Also. Dafür haben wir den gekauft, weil es so schwer ist. Nur dafür. Ja, für was denn sonst? Vielleicht damit bestimmt nicht. Natürlich nicht. Sieht doch gar nicht scheiße aus oder so mit dem Anhänger hinten dran. Nee, nee. Das muss so. Aber weißt du, jetzt kann ich dann die Kabine umdrehen und dann sehe ich wenigstens hinten, was passiert, weißt du? Das stimmt. Das mache ich jetzt sogar. Oh. Ja, gerade so, dass der durch das unser Fahrsilo durchpasst, fast. Also ich muss sagen, so wendig ist der Armer gar nicht. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel mit dem kleinen Glas vergleiche. Ja, okay. Und du vergleichst hier gerade ein Markenprodukt mit einem No-Name-Produkt. Ja gut, das ändert alles. Heißt ja nix. Doch, doch. Habe ich doch gerade gesagt, das ändert alles. Ja.
einem Schlauch. Der mitkommen. Okay, ich muss noch ein Stück zurückfahren. Wie gut, dass ich eine umgedrehte Kabine habe, da sehe ich hinten was. Okay, ich muss noch einen Meter zurückfahren. Ah, mit dieser Kabine geht es ja so schön, gell? Hast du alles schön im Blick. So, jetzt hat, mit dem Auto, da kommst du nicht so schön hin. Da musst du mit Außenansicht fahren. Aber mit dem Glas, da kannst du schön Innenansicht fahren, wenn du das da hinlegst. Mhm. Dafür haben wir den auch. Ja, ja, nur dafür. Deswegen habe ich auch den starken Motor und so genommen. Natürlich. Natürlich ist ein richtig fetter Fail, dass vom Silo, also dass das Umbunkern von dem Silo Hopper in Silo genau die gleiche Taste ist wie vom Big Pack in Silo Hopper. Ist das schon alles umgeladen? Nein, der Anhänger ist einfach scheiße. Willst du mich verarschen? Wie viele Big Packs müssen noch drauf? Sagen wir so, theoretisch wäre ich beim letzten, aber der eine hat sich verabschiedet. Obwohl er Spanngurte hatte. Ja, der hat sich gelöst. Ist hingegangen, hat die Spanngurte aufgemacht, oder? Ja, weil ich noch auf den Rinder schieben wollte. Achso. Dann fahr mal ein Stück vor, dass ich an den Hinteren da hinkomme. Ja. Ach, die Palette hat sich auch verabschiedet. Okay. Aber die war eh nie fest. Die war nicht fest, die lag da so drauf. Aber hey, durchs Wegfahren hat er sich wieder aufgestellt. Wenigstens etwas. Geht das, dass du den Rinder schiebst? Naja. Ich kann mit Big Packs umgehen, keine Sorge. Ich wollte ihn ja da dran lassen. Machst du Spanngurte hin? Nimmst du das Fontadateil mit? Welches? Was du da hinten abgehängt hast. Ja, ja, klar. Du steckst jetzt einfach dazwischen die zwei Big Packs. Weil ja, nicht geht. Quer. Ach du. Passt sie vielleicht auf einen MB-Truck drauf? Ja, da verliere ich die. Also in echt kannst du mit so Paletten viel besser umgehen. Das stimmt. Weißt du was? Ein Beta kommt her, ich leg's jetzt bei dir hinten drauf und wenn ich sie verliere, ist mir auch wurscht, dann verkaufe ich sie wieder. Ich geht's jetzt nie wieder runter. Fetcher. Zur Not musst du jetzt zurücksetzen. Mhm. Ja, die Big Packs, die wackeln schon ein bisschen alle rum, oder? Ja.
Schauen wir mal, dass ich schnell da hochkomme. Dass ich schnell ins Ziel bekomme. Ja, im Winter kack am besten jetzt am Berg ab. Das ist. Bei 30 Litern Tank ist die beste Variante. Obwohl er eigentlich Kraft hat. Ja. Aber meine lieben Freunde, wir sind schon wieder am Ende dieser wunderschönen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus. Servus.